ist die Religion für uns nicht oft auch, oftmals, viel öfter eigentlich sogar, als wir wollen, eine Belastung anstatt eine Befreiung ist es eigentlich keine, es kann ein Trost vielleicht, ja. Aber ich denke schon, dass es eine Befreiung sein kann, aber jeder Befreiungskampf, und wenn wir bei der Metapher bleiben, ist eine große Belastung, und zwar die Belastung, irgendwann mal zu erkennen, wie sehr man sich selbst belügt, wie sehr man sich selbst im Wege steht oft, wie wenig man über andere weiß, und umgekehrt, wie unglaublich schön Menschen sind, wie unglaublich wunderbar allein die Existenz ist für sich, ohne dass ich jetzt besonders reich sein muss, sondern dass ich nur den Moment meines Daseins nehme. Dass es überhaupt etwas gibt und nicht nichts. Und je mehr und je genauer ich darüber nachdenke, umso schöner finde ich den Gedanken, das alles in ein Wesen zu fokussieren, das man dann Gott nennt, wo ich sage, da ist irgendwie, hier ist die Summe aller Wesen vorhanden.